Recht herzlich willkommen zum Thema Technik und Elektronik jetzt bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und wir werden uns die Zeit nehmen, uns ein Stück weit mit richtig gutem Fernsehen beschäftigen. Mit digitalem Fernsehempfang natürlich. Natürlich nicht nur, wenn es ums Bild geht, sondern auch um den Ton. Und da gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen. Eine natürlich das DVB-T-Prinzip, das Überall-Fernsehen. Natürlich fantastisch, auch wenn man mal unterwegs ist, auch mal in einem Hotelzimmer beispielsweise, auch gerne mal im Ausland. Und direkt im Anschluss werden wir Ihnen auch verraten, was Sie so brauchen, um einen richtig vernünftigen digitalen Satellitenempfang zu Hause hinzubekommen. Denn viele haben eventuell kein Kabelfernsehen zur Verfügung oder wollen ganz einfach den Obolus pro Monat nicht unbedingt entrichten. Denn Satellitenfernsehen ist absolut kostenlos. So, beginnen werden wir aber mit einer tollen Möglichkeit für die Herrschaften, die noch ältere Fernsehgeräte zu Hause haben, die natürlich jetzt nicht unbedingt so toll ausgestattet sind. Es ist trotzdem schade, denn die Geräte funktionieren natürlich noch. Und warum soll man ein solches Gerät weggeben oder entsorgen, wenn es noch hervorragend funktioniert? Im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, im Arbeitszimmer. Nur auch da möchte man natürlich eine schöne, breite Programmvielfalt haben. Und genau deswegen bietet sich in diesem Zusammenhang natürlich das DVB-T an. DVB-T steht für terrestrisches Fernsehen. Meines Erachtens sagen auch viele Leute zu Recht dazu überall Fernsehen. Denn mittlerweile ist das DVB-T, also der Empfang von digitalen Fernseh- und Radioprogrammen, nicht nur in den Ballungsraumzentren möglich. Mittlerweile ist das in ganz Deutschland, in ganz Europa und sogar schon fast weltweit richtig gut verbreitet. Alleine auch bei uns, und wir sind so ein bisschen im technischen Niemandsland, kriege ich locker zwischen 35 und 40 verschiedene Programme rein. Das Schöne ist, dass wir uns hier natürlich entsprechend nicht mit HDMI-Anschlüssen oder mit digitalen Anschlüssen beschäftigen, sondern hier natürlich älteren Geräten Rechenschaft zollen. Das heißt, hier können Sie ganz komfortabel über SCART ganz einfach Ihren DVB-T-Receiver andocken. Natürlich sind sämtliche Antennen mit dabei, die Sie für einen reibungslosen Empfang brauchen. Und natürlich ist auch die Fernbedienung im Lieferumfang gleich mit enthalten. Super für ältere Geräte und vor allen Dingen sofort startklar. Und Sie können hier locker 600 Programmplätze ohne weiteres speichern. Wir können mal kurz gucken, wo DVB-T überall empfangbar ist. Und das ist wirklich schon beeindruckend. Natürlich im Großraum Europa, da ist alles komplett blau. Wir sehen es in den eurasischen Raum hinein, auf dem afrikanischen Kontinent, sogar in Grönland können Sie es gerne mal nutzen. Sollten Sie mal irgendwann einen Abstecher dorthin machen oder vielleicht mal in Australien, in Great Barrier Reef, DVB-T empfangen wollen, ist das gar kein Thema. Natürlich mit Teletext, EPG, Untertitel, Jugendschutz und allem komplett ausgestattet. Für 19,90 Euro mit der PX1126 und der 569. Und das hier, liebe Zuschauer, das ist schon der nächste Artikel, den ich Ihnen zeigen darf. Und da reden wir jetzt von klassischem Satellitenfernsehen. Ist mittlerweile also fantastisch, alleine von der Empfangsqualität. Denn auch hier reden wir natürlich von digitalem Bild und von digitalem Ton. Natürlich kommt auch noch das digitale Radio mit dazu. Und das Schöne ist, dass man hier nicht nur Fernsehprogramme in deutscher Sprache, sondern natürlich auch mitunter mit einer anderen Sprache empfangen kann. Ich erwähne immer ganz gerne unsere beiden Nachbarn, Ewa und Christoph, gebürtige Polen. Er schaut gerne polnisches Fernsehen, zu Recht, wie ich persönlich finde. Und da hat man natürlich auch die Chance, ganz gerne mal hier andere Programme zu schauen. Aber eben auch deutschsprachige Programme sind mit unserem Pearl TV HD Sat Receiver empfangbar. Und warum ich das Thema HD ganz besonders in den Vordergrund stellen möchte, ist zum einen natürlich die fantastische Empfangsqualität, wenn es um Bild und Ton geht. Zum anderen aber ist es auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn einen HD Sat Receiver für gerade mal 25,55 € zu bekommen, halte ich an anderer Stelle für vollkommen ausgeschlossen. Schauen Sie sich das Kerlchen mal an hier. Klein und kompakt, und ich glaube, mittlerweile sind wir schon deutlich über die 50.000 Stück Grenze rübergekommen. Das heißt, so viele Kunden haben sich mittlerweile für unseren Pearl TV HD Sat Receiver entschieden, den man natürlich auch hier, und dafür ist der USB-Anschluss im vorderen Teil zugegen, jederzeit einen Multimedia-Player daraus machen kann, auch mal für eigene Inhalte, Fotos und Videos zum Beispiel von einem USB-Stick. Aber es geht natürlich speziell um allererster Linie um den Empfang von digitalem Fernsehprogramm und natürlich auch von digitalem Radio. Und da haben wir wirklich hier mit unserem Pearl TV HD Sat Receiver an alle Herrschaften gedacht, die die unterschiedlichsten Geräte zu Hause haben. Hier natürlich die beiden Anschlüsse für die Satellitenkabel, für die sogenannten LNB-Kabel. Hier haben wir noch den Koaxialanschluss, falls Sie auch
auch mal ein schönes Surround-System anschließen möchten, um einen satten Sound natürlich auch im Raumklang zu genießen. Hier der HDMI-Anschluss, den Sie natürlich brauchen, um das digitale Bild und den digitalen Ton auf Ihren Flachbildschirm im Wohnzimmer oder in anderen Räumlichkeiten zu übertragen. Aber wir sind sogar hier noch in der Lage, etwas ältere Fernseher, Röhrenfernseher zum Beispiel, die noch mit SCART betrieben werden, ebenfalls mit diesem Satellitenreceiver zu verbinden. Er ist klein, er ist kompakt, er ist unglaublich leistungsstark, liebe Zuschauer. Und umso erstaunlicher ist wirklich das Preisgefüge, ein Wahnsinnspreis-Leistungsverhältnis. Wir reden von 25,55 €. Und ich möchte Ihnen ganz gerne mal etwas zeigen, denn auf der Fernbedienung ist Ihnen sicherlich der kleine grüne Knopf aufgefallen. Das ist unser Pearl TV HD Direktwahlknopf. Ich schalte hier ganz einfach mal durch. Sekunde. Mal auf die 30 gehen, da fangen nämlich die digitalen Programme, die HD-Programme an. Damit Sie die Senderkennung mal gesehen haben, möchte ich es Ihnen ganz gerne mal zeigen. Hier sind wir bei ZDF Neo HD, das können wir mal schauen, das sind die ganzen Spartensender zum Beispiel. Und die empfangen Sie natürlich in absolut brillanter Qualität. Wenn Sie jetzt aber einmal auf den Knopf drücken, auf den grünen Pearl TV HD-Knopf, dann sind Sie direkt mit einem einzigen Tastendruck, egal auf welcher Position Sie Pearl TV eingespeist haben, direkt wieder bei Ihrem, so hoffen wir doch, Lieblingsfernsehprogramm angelangt. So einfach kann das gehen und vor allen Dingen kann das so günstig funktionieren. Vergleichbare HD-SAT-Receiver fangen in der Regel bei 80-90 € an, mit einer nach oben hin offenen Grenze. 25,55 € sind für unseren Pearl TV HD-SAT-Receiver natürlich mal eine richtige Ansage. Decken Sie sich bitte mit ein und bestellen Sie mit der PX1369 und der 569 und genießen Sie Fernsehen in absoluter Vollendung. Liebe Zuschauer, Sie haben gerade eben an unserem Pearl TV HD-SAT-Receiver natürlich auch den USB-Anschluss vorne an der Front gesehen. Ich hatte Ihnen natürlich hier diesen Anschluss für die Einbindung Ihres Multimedia-Programms zu Hause mit angeboten, also auch eigene Fotos, eigene Videos ganz einfach mal abspielen. Aber Sie können natürlich aus Ihrem Pearl TV HD-SAT-Receiver auch jederzeit ein digitales Aufnahmemedium machen, sprich so etwas wie einen Festplatten-Receiver, nur dass Sie dann hier natürlich ganz einfach auf einem USB-Stick bzw. auf einer externen Festplatte speichert. Ein solcher USB-Stick zum Beispiel käme da hervorragend in Frage. Allerdings ist das nicht nur ein reines Speichermedium, komplett leer geliefert. Hier ist ein Upgrade mit drauf, was Sie brauchen, um Ihren Pearl TV HD SAT Receiver zu einem digitalen Videorekorder umzufunktionieren. Auf diesem kleinen Stick ist alles mit drauf und vor allen Dingen haben Sie natürlich auch noch 32 GB Speicher, um dann später eigene Daten draufzuziehen. Ich möchte mal ganz gerne zeigen, wie es gemacht wird. Es ist denkbar einfach. Wir hatten bis vor einigen Monaten noch die Variante mit einer CD, wo man erstmal die Daten von einer CD auf den Stick übertragen musste und dann auf den Pearl TV HD SAT Receiver. Mittlerweile liefern wir Ihnen den Stick so aus. Der wird einfach nur hier vorne an die Front entsprechend hier, Moment, richtig rum reingepackt. So vorne kommt er rein. Dann dauert es ein paar Sekunden, bis sich hier das Upgrade auf den Pearl TV HD SAT Receiver aufgespielt hat. Und schon machen Sie ganz einfach entweder manuell oder auch timergesteuert Ihre Aufnahmen in digitaler Qualität. Super natürlich pünktlich zu beginnenden Urlaubszeit, pünktlich in die wunderschöne Jahreszeit mit hinein. Vor allem richtig günstig zu haben, der USB-Stick, natürlich mit der entsprechenden Upgrade-Software und 32 GB Speicher. Wir reden nämlich von 29,90 €, ein absoluter Spitzenpreis mit der PX4935 und der 569. Beim Satellitenfernsehen, liebe Zuschauer, braucht man natürlich in allererster Linie eine ganz besondere Komponente neben einem Receiver und das ist natürlich ganz klar eine Satellitenschüssel. Jetzt sind Sie wahrscheinlich ein Stück weit überrascht, wenn Sie die kompakte Bauart dieser Satellitenschüssel hier vor mir auf dem Tisch sehen. Denn man hat Ihnen sicherlich auch noch vor einigen Jahren erzählt, dass Satellitenschüsseln mindestens einmal einen Meter Größe haben müssten, um einen bestmöglichen Empfang zu generieren. Das ist völliger Quatsch. Das geht mittlerweile auch in etwas kompakterer Bauart. Und das Schöne ist, dass Sie jetzt hier mit unserer sogenannten Quad-LMB-Flachantenne nicht nur einen Receiver, sprich also einen Fernseher, sondern in der Summe, und dafür haben wir vier Anschlüsse, vier verschiedene Fernsehapparate und vier verschiedene Satellitenreceiver ansteuern können mit unterschiedlichen Programmen. Macht dann Sinn, wenn Sie zum Beispiel mehrere Generationen im Haus haben, Ihre Kinder beispielsweise, die sicherlich am Sonntagabend ein anderes Programm schauen als die Eltern. Vielleicht sind auch noch die Großeltern mit im Haus oder vielleicht möchten Sie sich auch ganz gerne mit den Nachbarn einen solchen Anschluss teilen. Denn viele Vermieter haben tatsächlich Schwierigkeiten mit der Installation einer Satellitenschüssel. Wenn in einem 20-Parteien-Haus jeder eine andere Satellitenschüssel auf den Balkon hängt, sieht das entsprechend aus.
aus. Diese hier hat eine absolute Besonderheit, denn das ist unser Chamäleon. Die kann man tarnen. Tarnen heißt in diesem Zusammenhang, Sie können die weiße Oberfläche ganz einfach mit der Farbe beispielsweise Ihrer Außenfassade versehen oder natürlich auch jederzeit farbig bekleben, ohne dass Sie einen nennenswerten Qualitätsverlust feststellen werden. Und dann gliedert sich diese Satellitenschüssel hervorragend in die Außenfassade mit hinein. Übrigens, wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie sie ausrichten sollen, damit Sie 100% der Signalstärke empfangen, da haben wir gleich noch eine tolle Möglichkeit für Sie. Von der Montage her ist das denkbar einfach gemacht. Sie müssen noch nicht mal mehr über Schrauben und über Dübel nachdenken. Das ist alles komplett im Lieferumfang enthalten. Egal, ob Sie es jetzt an der Fassade montieren möchten oder vielleicht mal an einem Mast oder auch gerne mal am Geländer Ihres Balkons. Da wird also alles, das komplette Montagematerial entsprechend mitgeliefert. Super natürlich aufgrund der kompakten Bauart und aufgrund des überschaubaren Gewichtes hier. Auch mal für den mobilen Einsatz, auch mal im LKW-Bereich zum Beispiel. Wenn ich da manchmal die LKW-Fahrer auf den Rastplätzen sehe, das muss stinklangweilig sein. Da schaut man doch ganz gerne mal Fernsehen. Kann man rucki-zucki ausrichten, wiegt nicht wirklich viel, nimmt nicht wirklich viel Platz weg und ist sicherlich ein sehr beliebter Begleiter, nicht nur für zu Hause, sondern eben auch für unterwegs und ist denkbar einfach eben auch zu installieren, zu montieren und jederzeit denkbar einfach auch wieder neu auszurichten, ganz egal, ob Sie jetzt eine Woche am gleichen Fleck oder jeden Tag woanders sind. 161,41 € ist mal eine richtige Ansage. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei knapp 280 €. Insofern spreche ich hier von einem Schnapper und mit unserer sogenannten Quad-LNB-Flachantennenlösung können Sie bis zu 4 verschiedene Receiver ansteuern. Die PX1385 und die 569. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne verraten, wie Sie den Satelliten denn eigentlich finden. Es gibt ja unterschiedlichste Satelliten im Weltall, die für ein hervorragendes Programm sorgen. Der momentan wohl beste Satellit ist der Satellit Astra. 19,2 Punkt Ost, das ist auch der Satellit, über den Sie Pöll TV über Satellit empfangen. Und da weiß man natürlich, wenn man das hört, 19,2 Punkt Ost, ungefähr grob die Himmelsrichtung. Ja? Aber um wirklich 100% der sogenannten Feldstärke des Signals messen zu können, braucht man tatsächlich ein wenig Hilfe. Und bevor Sie jetzt großartig losgehen und erstmal im Fachmarkt fragen, einen Fachmann kommen lassen, der Ihnen die Satellitenschüssel einrichtet, schauen Sie sich mal unseren Satellitenfinder an. Der ist natürlich alleine schon von vornherein grob ausgerichtet, jetzt hier über den Kompass. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo die Himmelsrichtung Ost zu finden ist, um die Schüssel perfekt auf den Satelliten Astra auszurichten. Damit man aber den Rest, also die wirklichen 100% der Feldstärke messen kann, wird dieses kleine Gerät ganz einfach zwischengeschaltet. Zwischen das LNB-Kabel und natürlich der Flachantenne. Ich zeige es Ihnen mal ganz kurz hier. Wird einfach hier aufgeschraubt an dieser Stelle. Die kleine Adapterlösung ist mit dabei, macht es sehr komfortabel. Und dann sucht man sich hier, bei der Quad-LNB-Lösung ist das eigentlich wurscht, einen freien Slot aus, setzt das Ganze dran und schon kann man akustisch und optisch genau abschätzen, wie denn die Feldstärke des eigentlichen Satellitensignals aussieht. Das heißt, man kann die Satellitenschüssel hervorragend auch mal im Millimeterbereich auf 100% Signalstärke ausrichten. Das geht einfach, das geht schnell, dafür braucht man keinen Fachmann und ich glaube, der momentane Rekord bei 100% Feldstärke beim Ausrichten liegt bei ungefähr einer Minute. Also da sind unsere Kunden ausgesprochen pfiffig. Und wenn ich dann noch an früher denke, die analogen Fernseher mit der Zimmerantenne, das war ein wesentlich größerer Akt. Hier sind sie rucki-zucki bei 100% der Feldstärke und genießen ein brillantes digitales TV und natürlich auch Radioprogramm. Jetzt wissen Sie in etwa, welchen HD-SAT-Receiver Sie bestellen sollten. Sie wissen natürlich auch, wie Sie daraus einen digitalen Videorekorder machen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Übergang vom Satelliten-Receiver bzw. vom HD-SAT-Receiver hin zum Fernseher. Und da hat sich tatsächlich das Thema HDMI durchgesetzt, denn es geht um digitales Fernsehen, es geht aber auch um digitalen Ton in brillanter Qualität und da möchte ich Ihnen ganz gerne zu einem absoluten Spitzenpreis ein 2 Meter langes HDMI-Kabel anbieten. Wir sehen es hier schon natürlich mit vergoldeten Enden, das heißt, wir haben eine brillante Übertragungsqualität. Die sind vor allen Dingen ausgesprochen robust. Mit 2 Meter Länge kommen die meisten übrigens locker hin, zumal der Satellitenreceiver in der Regel ja nur doch direkt in der Nähe des Fernsehers zu finden ist. Und bitte, wir haben hier eine Besonderheit. Wir haben ein stabiles, nylonummanteltes HDMI-Kabel, ist aber trotzdem ausgesprochen flexibel, sodass wir hier von einer sehr, sehr robusten Ausstattung sprechen können. Kabelbrüche und dergleichen kommen hier nicht mehr wirklich zum Tragen. Auch wenn die Haustiere, lachen Sie nicht, das hat mir eine Kundin mal erzählt, mal dran rumknabbern, geht da so schnell wirklich nichts kaputt. Und der Preis ist wirklich eine absolute Sensation. Wir sprechen von 7,51 €. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers wäre bei diesem Kabel knapp 25 €. Liebe Zuschauer, das Full-HD-Programm ist natürlich jederzeit übertragbar damit, aber die Qualität geht hier noch um ein Vielfaches weiter.
Sie können hier sogar einen Ultra-HD-Fernseher mit der entsprechenden Auflösung locker hier mit diesem Kabel, mit dem Satellitenreceiver verbinden oder mit dem Abspielmedium im Allgemeinen. Und natürlich auch sämtliche Spielekonsolen, die PlayStation zum Beispiel, die Xbox wird auch über HDMI mit dem Fernseher verbunden. Und das für kleines Geld mit der PX5250 und der 569. Damit empfangen Sie jetzt Fernsehen in brillanter Qualität und ich wünsche Ihnen ganz viel Freude dabei.